Ta, 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 ta. Hier sind sie wieder am einzigen Platz der Wahrheit in der Welt. Das ist so traurig mit anzusehen, wie die Menschheit im Aberglauben versunken ist und die naturwissenschaftliche Wahrheit aus Physik, Chemie plus Biologie inklusive alle Psychobiologie-Varianten und Soziobiologien inklusive einer psychoneuroimmunobiologischen Gesamtperspektive und so weiter ignoriert und einfach ihre Irrtümer weiterführen will und die Welt weiter zerstört mit ihren Irrtümern. So, also hier sind sie aber am einzigen Ort der Wahrheit. Unten rechts wieder das Zahnrädchen anklicken, die Geschwindigkeit höher stellen, weil ich ja so langsam rede. Ja, da wird also wieder sozusagen eine Fehldarstellung in den Medien gemacht. Ja, es wird überall berichtet, in Weißrussland gäbe es einen Toten bei den Demonstrationen, ja, und das lenkt natürlich den Blick völlig in die falsche Richtung. Ja, der grausame Diktator Lukaschenko lasse seine Bevölkerung töten. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Eigentlich müsste die Meldung lauten: Verwirrter, vermutlich linksextremistischer Täter wollte mit einem Sprengsatz sozusagen Polizisten ermorden, Mordversuch durch Linksextremisten in Weißrussland, und dann explodierte der Sprengsatz in der eigenen Hand nach dem Motto: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, und das wäre die realistische Äußerung, Bericht gewesen, dass sozusagen hier ein Mörder durch sich selbst in die Luft gesprengt hat, bevor er andere ermorden konnte. Und anstatt dass es so dargestellt wird, steht nur einfach irgendwie ein Toter bei Demo, ja? Und das weckt genau die gegenteiligen Assoziationen. Man könnte doch sagen: Mordversuch gegen Polizisten in Weißrussland. Das wäre die realistische Geschichte gewesen. Aber warum ist die Berichterstattung so tendenziös? Dazu müssen wir vielleicht mal zum Tagesbild kommen. Das ist eben ganz logisch, weil eben so, weil eben die Menschen wirklich glauben und wirklich der Mainstream überzeugt ist, dass Corona explodieren würde, wenn wir nur ein bisschen nachlassen würden in den Abstandsregeln, hier 1,5 Meter und im Lockdown, weswegen ich übrigens empfehle, immer sich an die Regeln zu halten. Ja, denn das sonst löst das bei den anderen Menschen ja einfach nur Ängste aus. Die sind ja voll Ängsten, ja. Und wenn die dann sehen, dass andere, zum Beispiel bei großen Demos, die Abstandsregeln eben nicht einhalten, dann löst das eben Ängste aus, sozusagen, die dann zusätzlich tatsächlich das Immunsystem und die Gesundheit der Masse der Menschen beschädigen können. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch diskutieren und nicht andere beschädigen. Ja, so, ja. Das heißt also immer die Maßnahmen einhalten und trotzdem immer wieder sagen: Wo bitteschön sind in Weißrussland und Schweden die vom Mainstream, vom Kanzler Kurz und Professor Drosten prognostizierten circa 120.000 Corona-Toten? In Weißrussland sind es 60, in Schweden 5.700. Wo sind aber bitteschön die 120.000 prognostizierten Corona-Toten? Obwohl das Virus völlig freie Bahn hatte in Schweden und Weißrussland. Ne? Ja, aber eben gerade diese tendenziöse Berichterstattung gegen Weißrussland ist ja verständlich, weil der Mainstream denkt ja,
Man hat es bei Lukaschenko mit einem Verrückten zu tun, man habe es mit einem Verrückten zu tun, der irgendwie leichtfertig seine Bevölkerung aufs Spiel setzt und von daher ist dann eigentlich verständlich, dass der Mainstream der Journalisten dazu neigt, so negativ wie möglich über Lukaschenko zu berichten, ja? Aber das ist eben die Sache mit den Irrtümern. Irrtümern sind total gefährlich, weil die Leute, der Mainstream Deutschlands ist eben zutiefst überzeugt, dass jederzeit 900.000 Corona-Tote kommen könnte. Sogar der Skobel hat eine Sendung gemacht, wo dann eben, also von Dreisat, wo dann deutlich wurde, dass er eben auch diese Angst des Mainstreams vor der Explosion teilt. Also so quasi, es kann dann sein, dass von einem Tag auf den anderen Tag plötzlich die Massen an Schwerstkranken, die nicht anders überleben könnten, als wenn sie dann plötzlich intensiv medizinisch behandelt werden, dass so etwas quasi innerhalb eines Tages könnte es schon zu spät sein und deswegen müssen wir jetzt knallhart immer am Lockdown festhalten und so weiter, damit nicht diese Explosionsgefahr bekommt. Ja, aber das ist eben so. In der Natur ist es eben nicht immer so einfach wie da wird das Beispiel geschildert, dass der Teich mit irgendwelchen Seerosen oder so zur Hälfte voll sei und am nächsten Tag dann schon völlig bedeckt sei. Also, aber solche ex wirklich exponentiellen Kurven, explosionsartigen Ausbreitungen und so weiter, gibt es eben sozusagen in dieser Form eben doch nicht häufig, sondern bei Krankheiten könnten wir ruhig wirklich eben zulassen und schauen. Ich habe ja schon oft geschildert den Vorschlag der Next Scientists for Future, Biologen über die Belegung der Intensivbetten entscheiden zu lassen, sodass nicht leichtfertig Intensivbetten gefüllt werden mit Leichtkrankenfällen sozusagen. Und dann, dass man dann erstmal guckt, dass wenn dann 70% aller Intensivbetten wirklich voll sind, dass man dann wirklich die Maßnahmen wieder oder erstmals einschalten sollte. Aber nicht von solcher Vorstellung ausgehen sollte, dass innerhalb weniger Tage dann irgendwie alles zu spät sein könne. Das ist nicht der Fall. Also die meisten Menschen überstehen Corona ohne jegliche schwere Geschichte und genau genommen wahrscheinlich die meisten, die in den Intensivbetten der Krankenhäuser waren, die hätten das problemlos wahrscheinlich auch zu Hause auskurieren können, haben wahrscheinlich nur Angst bekommen, ja, Corona sei ja so gefährlich, also muss ich schnell ins Krankenhaus und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn sie das wie eine schwere Grippe zu Hause auskuriert hätten, sozusagen, ja. Ja, aber das ist eben typisch, diese Angst vor der Explosion, dass es dann innerhalb weniger Tage irgendwie auf plötzlich 900.000 Corona-Tote kommen könnte. Das ist genau der Irrtum, in dem man drin ist. Und man beschäftigt, man sieht einfach nicht, dass in Schweden das Virus völlig freie Hand hatte und eben dort keine 120.000 Toten sind, sondern nur 5.700, also ist das offensichtlich die Gefährlichkeit viel geringer als vom Mainstream in Deutschland und Österreich eingeschätzt. Und genauso, statt der 120.000 Corona-Toten in Weißrussland werden dort nur 60 Corona-Tote gemeldet. Also das heißt, das kann natürlich auch an politischen Gründen könnte es liegen. Aber wie gesagt, das entscheidende Argument ist, wo bitteschön sind die journalistischen Berichte?
Ja, da werden also journalistische, da gibt es Korrespondenten in Weißrussland, die mit denen Phoenix redet und so weiter. Warum gehen die nicht durch ganz Weißrussland und interviewen eine Person nach der anderen? Wird in ihrem Bekanntenkreis dieses Jahr deutlich mehr gestorben als in den Vorjahren? Und wenn sie dann da ein paar hundert Zeugen uns im Fernsehen zeigen würden, dann würden wir also schon sehr nachdenklich werden, dass offensichtlich doch vielleicht Corona gefährlicher sein könnte als eine gefährliche Grippe sozusagen, ja? Aber genau das geschieht alles nicht, auch in Schweden nicht. Eine Frau wurde mal gebracht, die irgendwas von zwei, drei Toten im Bekanntenkreis erzählt hat. Aber wir bräuchten davon hunderte Zeugen, die nicht gekauft sind, sondern von wirklich seriösen Medien interviewt sind und so weiter. Alle Zeugen, die ich finden konnte im Internet, sagten genau das Gegenteil. Wir haben keine Angst vor Corona, letztendlich, weil eben in ihrem Bekanntenkreis nicht außergewöhnlich gestorben wird, ne? Und das ist die ganze Geschichte, ja. Ja. Und dann Bodo Schiffmann wiederholt wieder das, also was ich schon ein paar Mal gehört habe, dass in Bayern angeblich unter Söder der härteste Lockdown gemacht würde mit dem allerschlechtesten Ergebnis, also wohl mit den meisten Corona-Toten sozusagen. Ja? Das ist sozusagen diese Paradoxie. Ja? Also man macht einen harten Lockdown und schädigt dadurch, erhöht dadurch die Sterberate. Ne? Das ist eben auch möglich. Ne? Ja, dann die Impfung, die da kommt. Also wie gesagt, ich habe jetzt hört man immer wieder, dass auch der Test, Bodo Schiffmann hat das gezeigt, dass man mit dem Test, sogar mit dem Wattestäbchen in der Nase, Körperverletzungen, also schwere Schäden anrichten könne, eventuell. Also ich würde mich weder testen, also ich mache halt im Moment Folgendes: Ich verzichte auf den Sport, weil ich mich weder der Gefahr einer Zwangstestung noch eines Zwangsgefängnis-Lockdowns aussetzen möchte, noch irgendwann vielleicht einer Zwangsimpfung. Also ich halte mich von dem allen fern, weil für mich ist quasi dadurch, dass der gesamte Mainstream das Virus zigfach gefährlicher einschätzt, als es wahrscheinlich tatsächlich ist, sind diese Menschen gefährlich, ja? Und dadurch, es ist immer so, also Menschen, die sich irren, sind total gefährlich für andere Menschen. Und das müssen wir uns klar machen, ja? Und ja, und dann wird eben auch überlegt, wie weit, ja, also zum Beispiel kam auf, dass angeblich irgendwie ein Putsch in Venezuela von der amerikanischen Regierung eventuell gemacht worden sein könnte. Naja gut, das ist unklar, aber immer wieder diese Frage, also ich glaube, es steht außer Zweifel, dass die amerikanische Regierung den Irak und Saddam Hussein getötet hat, ohne dass wirklich Massenvernichtungswaffen vorlagen und eine Angriffsabsicht des Iraks vorlag, sozusagen. Also immer wieder sehen wir, dass wir Europäer und wir Deutschen jederzeit auch mal in die Rolle der Indianer, und Indios kommen können, die abgeschlachtet und ausgerottet werden, so wie eventuell Venezuela. Aber gucken wir uns an, Gaddafi und Teile Libyens wurden abgeschlachtet. Also das ist ganz real, das ist nicht Geschichte mit den Indianern und Indios, wo wir die Völkermörder waren, sondern das kann jeden Tag auch uns berühren und deswegen muss die Deutschland stark bleiben und eben es dürfen nicht so diese falschen Konzepte weiterhin praktiziert werden, die alle Deutschland schwächen. Und ich muss es noch einmal sagen. Ach so, und dann sagt Bodo Schiffmann, es seien jetzt zurzeit wieder
sehr, sehr wenig Intensivbetten belegt, also wieder weniger Intensivbetten belegt. Also das heißt, die Regierung berichtet von angeblichen mehr Corona-Infizierten, wobei das ja gar nicht klar ist, weil wenn die Testzahl erhöht ist und viele falsch positive Testergebnisse dabei sein, vielleicht weil auch billigere und damit weniger, also und damit fehleranfälligere Tests benutzt wurden, dann ist das natürlich nur eine Scheinvergrößerung der Infektionszahlen. Wenn gleichzeitig weniger Intensivbetten belegt werden, dann ist das schon auch immer ein Hinweis dafür, dass in Wirklichkeit die gefährlich, also nichts los ist sozusagen. Ja, und von daher, also stellen wir fest, da ist vielleicht wirklich nicht viel los. Also nochmal die Schlüsselfrage: Wo sind in Schweden die 120 und Weißrussland die 120.000 prognostizierten Toten, na, Corona-Toten? Sie sind nicht da, obwohl das Virus völlig freie Bahn hatte. In Weißrussland habe ich eine Sendung gesehen, da haben die Matschfußball gemacht, also Körperkontakt und die Zuschauer eng und so weiter. Also überall Ausbreitungswege für das Virus. Und wenn es wirklich ein Killer-Virus wäre, müssten jetzt 120.000 Tote in Weißrussland durch Zeugenaussagen feststellbar sein. Ne? Durch journalistische Befragungen und Zeugenaussagen müssten die. Und ja, das müsste man feststellen können, ist aber nicht. Ne? Also gehe ich davon aus, dass das Virus zigfach weniger gefährlich ist, als der deutsch-österreichische Mainstream es befürchtet und immer noch befürchtet. Ne? Schluck Wasser. Ja, so, unsere Tagesthemen heute. Die Zuschauer wollen immer wieder hören, warum denn Dr. Markus Krall sich irrt und warum das so extrem gefährlich für unsere Zukunft ist, wenn sich diese Ideen ausbreiten würden, sozusagen. Ja? Diese Ideen der österreichischen Schule der Volkswirtschaft, ich glaube, das sind so Namen wie Hayek von Mises und so weiter und eben Dr. Markus Krall. Ja, und vielleicht machen wir erst einmal noch, also ja, Corona haben wir ja genügend geäußert. Also die Grundgefährlichkeit sind die zwei großen Aberglauben. Und zwar, ich gehe mal heute rückwärts vor. Der erste große Aberglaube ist erst einmal Dr. Krall und, ja, Dr. Krall und Fridays for Future und die AfD und die Gemeinwohlökonomie und die ÖDP. Sie sprechen alles niemals darüber, was die wirkliche Gefährlichkeit für uns alle ist. Das ist nämlich der zweitgrößte Aberglaube der Menschheit. Der zweitgrößte Irrtum der Menschheit. Und zwar ist das der Irrtum, dass alle Menschen Genies seien. Also das heißt, die Menschheit bringt es fertig, die Naturwissenschaft total zu ignorieren. Hier, schöne Grüße an Greta. Ja, dass wir vor 13,8 Millionen Jahren vielleicht 400 Milliliter Gehirnvolumen hatten und also einen relativ gesehen, also wenn man es hätte messen können, einen sehr niedrigen Intelligenzquotienten gehabt hätten, dann irgendwann vielleicht vor, ja, 4 Millionen Jahren dürften wir so, als wir die Eckzähne verloren und da so eine in die pazifistische Menschheitsevolutionsphase hineinkamen,
dürften wir so 450, 480 Milliliter Gehirnvolumen gehabt haben. Und dann hier ging es immer weiter. Und dann hatten wir hier wohl so, ja, und dann hatten wir vor 40.000 Jahren, 30.000 Jahren möglicherweise unser Maximum, der 1500 Milliliter Gehirnvolumen. Also mehr als dreimal. Und ich meine, die Körpergröße mag auch ein bisschen gewachsen sein, wobei ich nicht weiß, ob wirklich zum Beispiel diese wirklich leichter waren als wir. Also man natürlich, also die, aber circa waren wir dann dreimal so intelligent wie vor 4 Millionen Jahren. Und dann sind wir mittlerweile, sind wir leider so degeneriert wieder, dass wir nur noch 1350 Milliliter Gehirnvolumen im Durchschnitt haben. Und angeblich schwenkt die Gehirngröße bei Erwachsenen heutzutage zwischen 900 Milliliter, also stellen Sie sich vor, 900 Kubikzentimeter Motor verglichen mit einem 2 Liter Hubraumwagen. Das sind riesige Unterschiede in der Leistungsfähigkeit, auch des Gehirnes dann. Ja, und das ist ja das, was noch vor uns ist, dass wir immer weiter degenerieren, bis wir alle irgendwann am Rollator hinschleichen. Angeblich haben wir jetzt ja schon osteoporotische Kinder, denen einfach so die Knochen wegbrechen. Ja, irgendwann schleichen wir alle mit zerstörten Wirbeln und so weiter am Rollator entlang und so weiter. Das ist die Degeneration, die noch vor uns liegt, wahrscheinlich, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ja, und trotz dieser riesigen Unterschiede in den Gehirn Gehirngrößen. Glauben wirklich viele Menschen, dass den Aberglauben, den Irrtum davon, dass alle Menschen, alle Kinder, die geboren werden, Genies sind und dass deswegen es völlig egal wäre, dass wir alles so laufen lassen könnten wie bisher. Dabei ist die größte Bedrohung Deutschlands und der größte Irrtum von allem ist das Ignorieren der Tatsache, dass die Frage, wer Kinder bekommt, die zentrale Frage wird, ob Deutschland und Europa, ob es denen so gehen wird wie den Indianern und Indios, dass sie irgendwann abgeschlachtet werden, weil sie wirtschaftlich und militärisch, defensiv, rüstungsmäßig nicht mehr sich verteidigen können und dass denen dann genauso geht wie den nordamerikanischen Indianern, die aus anderen Gründen nicht mehr sich verteidigen konnten. Ja, und das liegt daran, dass wir im Moment es zulassen, dass hier zu wenig Kinder geboren werden, also bei den Klügsten es zu wenig nachgibt, also bei Familie Klug oder bei den Klügsten gibt es zu wenig Nachwuchs und bei den am wenigsten Klügsten der Bevölkerung gibt es viel Zuwachs und Nachwuchs und Zustrom und so weiter. Und das ist das, was eine Volkswirtschaft ruiniert. Denn wo sollen die hier Arbeitsplätze kriegen? All diese Masse, diese große Masse. Wo soll die Arbeitsplätze kriegen? Die sind nicht intelligent genug, selbst geniale Erfindungen zu machen, die die Welt kaufen will und dann ein gut funktionierendes Großunternehmen aufzubauen, in dem dann diese geniale Erfindung produziert wird. Das können die nicht. Das sind die geistig nicht dazu in der Lage. Denn warum? Warum sind die nicht in der Lage? Weil auf der Welt überall ja Erfindungen gemacht werden von Genies. Ja? Und wenn Genies eine Erfindung machen, dann wollen das natürlich viel mehr Menschen auf der Welt kaufen, als wenn sie von einem mittelmäßigen, durchschnittsintelligenten Erfinder gemacht werden. Also das heißt, unsere ganze Masse in Deutschland und Europa ist nicht in der Lage, konkurrenzfähige Innovationen zu erfinden, zu entwickeln und so weiter, weil überall auf der Welt haben nur eine Marktchance die Erfindungen von Genies. Ja, von den Klügsten der jeweiligen Staaten und Länder und so weiter und Kontinente und so weiter. Und nur die können Arbeitsplätze schaffen. Aber wenn wir hier zu wenig Kinder haben, dann gibt es eben keine Erfindungen mehr und Deutschland wird technologisch sozusagen nicht mehr innovativ, sondern hängt zurück und fällt immer weiter zurück. Und dann kriegen die alle keine Arbeit mehr.
Denn was sollen sie arbeiten? Natürlich kriegen sie vielleicht noch in der Gastronomie einen 1 € pro Stunde Job oder 10 Cent pro Stunde Job und so weiter. Irgendwas kann man vielleicht schon arbeiten, wenn man eben so etwas wie so unsinnige Dinge wie Mindestlöhne oder Tariflöhne, sondern wenn man von einem Mindesteinkommen spricht, ja, dann kann immer noch jeder irgendwo arbeiten. Auch in Griechenland könnte jeder arbeiten, wenn es dort keine Tariflöhne, keine Mindestlöhne und so weiter gibt, sondern nur ein garantiertes Mindesteinkommen und der Preis für Arbeit dem Markt überlassen würde. Irgendwas würden dann schon irgendwelche mittelmäßigen Unternehmer mit nur halbwegs brauchbaren Geschäftsideen würden dann immerhin noch Leute be irgendwie beschäftigen können. Ne? Aber eben, wenn Deutschland mitspielen, also weiterhin sich schützen will davor, dass es ihnen geht wie den Indianern, den Indios, Saddam Hussein, Gaddafi, Venezuela eventuell und so weiter, Schluck Wasser. Dann muss eben Deutschland top bleiben. Und das geht nur, indem wir die Kinder hier bekommen werden, wie es auch in einer Bonobo-Kommune ist, dass die Kinder im Wesentlichen von hier aus gezeugt werden und dass hier nach Möglichkeit keinerlei Kinder entstehen. Und ich habe schon oft geschildert, wie das praktisch zu machen ist. Alles kein Problem. Alle Konzepte liegen ja bei den nextscientistsforfuture.de davor. So, das ist also der erste Riesenirrtum bei Dr. Markus Krall, dass er nicht versteht. Er beklagt sich ja sehr stark darüber, dass der Staat viele unsinnige Eingriffe macht, wo es manchmal vielleicht sogar besser wäre, Marktkräfte wirken zu lassen und so weiter. Ja, aber diese unsinnigen Eingriffe kommen eben gerade daher, dass eben Deutschland nicht mehr klug genug ist. Und dann, wenn Deutschland nicht mehr klug genug ist, kommt es auch zu diesen unsinnigen Entscheidungen in der Politik, ja, sozusagen. Das ist eben das Dilemma. Also das heißt, die große Gefahr für Europa ist der Intelligenzschwund, die wir in den letzten 30.000 Jahren eventuell, wird jedenfalls von Forschern behauptet, schon 150 Milliliter Klugheit verloren haben, also Gehirnvolumen im Durchschnitt verloren haben, dass wir, wenn wir noch 100 Milliliter, noch 200 Milliliter verlieren, dass wir dann wirklich in der Rolle der nordamerikanischen Indianer, Indios, in der Rolle von Saddam Hussein und so weiter sind und jederzeit abgeschlachtet werden können, ja? Und dieses ist der erste riesige gefährliche Irrtum, dass Dr. Kralls Konzept hierfür überhaupt keine Lösung hat und damit sozusagen den Rückgang der Leistungsfähigkeit Deutschlands und Europas unwidersprochen, unkorrigiert laufen lassen würde. Ja? Und der zweite Riesenirrtum ist ja der, den wir schon millionenfach beschrieben haben, ja, dass also hier bleiben wir beim Thema Gefährlichkeit, ja, zum Beispiel hier haben wir den ersten Früharzt der Evolution. Sagen wir mal, es wäre ein staatliches Gesundheitswesen, ja, und dann hätten wir hier den ersten Früharzt und der sagt, nein, ihr müsst euch ganz naturbelassen ernähren, naturbelassen leben, dann braucht ihr euch über Krankheitsursachen keine Sorgen zu machen, dann habt ihr so starke Immunsysteme und braucht euch keine Sorgen zu machen. Und dann kommt irgendwann nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig der erste Früharzt, der sich irrt. Seine Irrtümer werden sich als vorteilbringende Irrtümer erweisen. Er sagt, nein, ihr könnt ruhig die moderne denaturierte Nahrung essen, das ist genauso gesund.
Außerdem ist es so, da gibt es so kleine Tierchen, die man später Viren und Bakterien nennen wird. Und die sind total gefährlich und das entscheidet darüber. Und da muss ich euch helfen mit, da müsst ihr bei mir, also da muss ich euch helfen mit ganz vielen Maßnahmen und so weiter. Und da brauche ich einen ganz großen Personalstab, und so weiter. Und der glaubt das wirklich. Und dieser Irrtum erweist sich als Vorteil bringen. Die Leute essen sich krank, werden häufig krank. Dann fängt er an, ganz viele Maßnahmen gegen vermeintliche Krankheitsursachen wie Viren und Bakterien anzustrengen, sozusagen. Und dann sagt er, Leute, ich brauche lieber Staat, hier staatliches Gesundheitswesen, ich brauche viel mehr Personal. Die Leute werden ja so häufig krank, ich kann ja gar nicht dessen Herr werden, weil er gar nicht versteht, dass er mit seiner falschen Beratung die Leute ja in die Krankheit hineingeführt hat, sozusagen. Und dann wird er eben Chefarzt und Vorgesetzter der Klinik und so weiter und fällt die Karriereleiter hinauf, je mehr Schaden er an der Gesundheit der Bevölkerung anrichtet. Also diese schädlichen Irrtümer erweisen sich als die vorteilbringenden Irrtümer. Er kann dann zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel. Er wird der Vorfahre von Drosten, Lauterbach und Wieler. Und das ist eben genau das, was Dr. Markus Krall nicht versteht. Freier Markt und freie Arbeitsteilung sind in jeder Hinsicht gemeingefährlich und total schädlich für die Bevölkerung, für die Massen der Menschen und sind total ruinös. Ja, also damit haben wir. Und dass er dadurch, dass Dr. Markus Krall das nicht erkennt, sind diese zwei Riesenirrtümer von Dr. Markus Krall. Dass die stellen diese riesige Gefährlichkeit seiner Ideen dar. Und deswegen können wir nicht oft genug davon warnen, weil es gibt so viele Fans, die diese Irrtümer übernehmen, weil das alles so schön einfach klingt, ja, und so schön einfach. Ach so, ganz kurz die Lösung, ja. Also zum Beispiel jetzt dieses Gefährlichkeitsüberschätzungsproblem der Medizin, dass also hier quasi Viren und Bakterien und andere Dinge so als total gefährlich eingeschätzt werden, so nach dem Motto, braucht unsere Hilfe, weil die sind total gefährlich, ja. Diese Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer, die ge verschwinden sofort, wenn wir hier ein neues Belohnungssystem einführen, dass die Wohlfühlstimmen, die Wahl, Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten über die Verdienstzuschläge dieses Arztes entscheiden. Und schon wird er nicht mehr profitieren können von seinen Irrtümern, wird sich hier beraten bei diesen Leuten, bei den Ausnahmeärzten, ja, und wird sich korrigieren und wird das kostenlos da unterrichtet bekommen von den Next Scientists for Future und wird völlig neu denken und wird anfangen, die Leute mit seiner Hausarztkommune oder seinem sozusagen mit Gesundheitsförderungskursen so zu betreuen, dass die nach Möglichkeit nie wieder krank werden. Ne? Also neues Belohnungssystem bringt genau das gegenteilige Ergebnis zum bisherigen. Ja? Nicht mehr, oh, möglichst viele Kranke bringen möglichst viel Geld, sondern möglichst viele Gesunde bringen möglichst viel Geld. Ja, genau die Umkehr eines verrückten bisherigen freien Markt- und Arbeitsteilungssystems. Wir müssen Markt- und Arbeitsteilung neu lenken, korrigieren, leiten und so weiter. Ja? Ja, und das bedeutet jetzt hier also, ja, und bei Fridays for Future ist eben, ja, also erst einmal das Gleiche, was bei Markus Krall vorliegt, diese zwei zentralen Irrtümer sind auch bei der AfD vorliegend, ja. Also sie äußert sich eben auch nicht klar
dazu, hier zu dieser riesigen naturwissenschaftlich feststehenden Gefahr, dass ein Staat, der einfach die Bevölkerungspolitik laufen lässt, eigentlich schon gleich Selbstmord begehen könnte. Denn in der Natur müssen Kinder hier gezeugt, von hier ausgehend gezeugt werden. Wenn Kinder von hier aus gezeugt werden, dann ist sozusagen eine Art immer schon automatisch, wenn sie so ein genetisches Programm hätte, zum Aussterben verurteilt, weil sie dann ihre Konkurrenzfähigkeit innerhalb kürzester Zeit verlieren muss. Ja? Und ja, also das ist eben der Punkt. Und bei der Gemeinwohlökonomie sehen wir auch, dass sie diese entscheidenden Probleme überhaupt nicht löst, sondern eher sogar Dinge will. Christian Felber will manche Dinge, die Europa direkt wirtschaftlich ruinieren würden. Ja. Und bei der ÖDP ist es ähnlich. Die ist auch sehr stark mittlerweile. Früher war ja die ÖDP eigentlich die konservative grüne Partei, die ökologisch-demokratische Partei. Die ist eher so die linkslastige Partei geworden, während die Grünen jetzt eher die konservativere Partei sind. Die haben also die Seiten gewechselt. Die Parteien haben sich ausgetauscht sozusagen. Ja, und bei Fridays for Future ist also zu sagen, wo ist es? Hier, liebe Greta, liebe Luisa. Also, Professor Hans-Werner Sinn hat gesagt, dass die Vorschläge, die Forderungen, die von Scientists for Future, also nicht von den Nexts, sondern von den Scientists for Future gestellt werden, dass die sozusagen möglicherweise direkt dazu führen, dass weltweit mehr CO2 ausgestoßen wird als Folge unserer Transformation. Ja? Und das ist sehr gut möglich. Es spricht vieles dafür, dass Professor Hans-Werner Sinn da recht hat. Also deswegen, es gibt einen Weg zu Kohlestopp 26 und zu klimaneutralem Deutschland gibt es nur über die nextscientistsforfuture.de. Nur die wissen, wie man das so differenziert macht. Und Fridays for Future und Greta Thunberg, ihr habt aufs falsche Pferd gesetzt. Die Scientists for Future haben die Lösung nicht, sondern nur die Next Scientists for Future. Und dieser Fehler, an dem hängt ihr fest und stellt ja, müsst ja im Moment feststellen, dass gar nichts von euren Forderungen umgesetzt wird, sondern in Wirklichkeit überall alles eher zurückgedreht wird. Na, so. Und man hat eben, wie eben Greta Thunberg ja wohl in einem irgendwie mit Bildern gezeigt hat, so nach dem Motto, oh, ihr seid ja so inspirierend und wie dann also sozusagen man die Kinder im Meer ersaufen lässt, sozusagen. Ja, es ist so, weil eben man braucht eine gekonnte Lösung, um so ein schwieriges Problem zu lösen. Und die haben nur die nextscientistsforfuture.de. Ja, also deswegen, also alle Regeln einhalten und immer wieder fragen, wo sind in Schweden und Weißrussland die 120.000 prognostizierten Corona-Toten? Sie sind nicht da. Warum? Antwort: Es liegt in Deutschland und Österreich eine drastischste Gefährlichkeitsüberschätzung ein, weswegen wir uns alle ruinieren für etwas, was gar nicht so gefährlich ist, wie wir es irrtümlich eingeschätzt haben, weil eben es zum Mainstream einer freien marktwirtschaftlichen und frei arbeitsteiligen Medizin gehört, dass sie immer grundsätzlich zu Gefährlichkeitsüberschätzungen neigt, die zum Abverkauf von mehr Behandlungsmaßnahmen führen können und damit den Gewinn aller Beteiligten vergrößern, sozusagen. Und das ist das Dilemma, in dem wir alle stecken. Ja, das war's schon wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.